Mit keiner anderen Waffe, die ich bei mir im Bestand habe, habe ich so viel üben müssen, um mit ihr klarzukommen, wie mit der Glock. Das hier ist das nächste Update-Video zu dem Thema Ken und die Glock. Zur Erinnerung, ich habe mich ja mit meinem Büchsenmacher Timo Zindel auf ein Spiel eingelassen. Da ich ja eigentlich ein bekennender Anti-Glocker bin, wollten wir gucken, kann ich mich so weit umstellen, gegebenenfalls verbiegen, um tatsächlich mit einer Glock auch klarzukommen. Ich möchte euch auch ganz kurz erläutern, warum ich bis dato kein Riesenfan der Glock bin. Als ich vor roundabout 10,5 Jahren in den Skisport reingekommen bin, war die erste Waffe, mit der ich geschossen hatte, eine Glock. Und von 50 Schuss war nicht eine Kugel auf der Scheibe. Nicht ein Treffer. Und damit war für mich eigentlich gesetzt Scheißding. Und wie die sich das so für einen anständigen Sportschützen gehört, zieht man das bis ins Unendliche rein und trischt auf die Dinger drauf. Das macht jeder in irgendeiner Form so. Vielleicht nicht unbedingt jetzt in diesem Ausmaß, aber gerade was die Glockschützen betrifft, es macht einfach Spaß, weil die. Das ist wie mit den Bayern-Fans. Ich glaube, wer Fußball guckt, und so diese Unterschiede der Dortmund, Frankfurt, Hamburg-Fans zwischen Bayern-Fans sieht, der weiß genau, was ich meine. Ja? Genau dasselbe hat man eigentlich auch mit den Glockern. Nun, die Erde hat sich weitergedreht und Meinungen können sich ändern. Ich sage aber auch gleich vorneweg, nein, ich bin kein Glock-Fan. Nach wie vor nicht. Ich verstehe und ich erkenne, warum diese Waffe so beliebt ist. Ich sehe und ich erkenne auch, wofür diese Waffe konzipiert ist. Ich bin auch durchaus bereit, diese Waffe sportlich einzusetzen und das werde ich auch tun. Sie geht in meinem Bestand über und dann werde ich sie auch weiterhin schießen. Es wird auch weitere Videos von der Glock geben. Aber ich muss für meinen Teil sagen, wenn ich in Betracht ziehe, für welche Disziplin ich diese Waffe erwerbe. Hier oben haben wir es. European Precision Parkour, kurz EPP und BDMP. Und da sagt die Sportordnung, jede ungetunte, in Serie gefertigte Waffe. So, das bedeutet, die Waffe darf nicht verändert werden, nennenswert. Ich meine, Abzüge. Ich sage mal, solange ich die 1360 Gramm Mindestgewicht halte, ist okay. Wir haben auch bereits einen ZTV-Federsatz dort vor kurzem eingebaut, weil ich für mich einfach gesehen habe, der Abzug der Glock, auch wenn ich damit klargekommen bin und bei dieser FS der Abzug sehr gut war, haben wir gesagt, wir gehen einfach nochmal ein Stückchen niedriger mit dem Abzugsgewicht, um dort einfach nochmal so das letzte Quäntchen für mich persönlich von dem, was von mir aus machbar ist, herauszuholen aus dem Teil. Ich habe ja bereits diverse Videos gemacht, in denen ich immer mit der Glock demonstriert habe. Trockentraining-Videos, das Ziehen, Durchladen, diese Vorbereitung, die ich gemacht habe für die Disziplin EPP, für unser Training, was wir in der SLG hatten, etc. Und daran könnt ihr erkennen, dass ich eigentlich mit keinem anderen meiner Waffen überhaupt so viel Aufmerksamkeit hereingebracht habe, wie auf diese Pistole. Und das zeigt auch, dass ich diesen Test, dieses Spiel, auf das ich mich mit Timo eingelassen habe, durchaus auch ernst genommen habe. Auch wenn ich Timo dafür hasse, dass er mich da drauf gebracht hat, ganz ehrlich. Mein derzeitiges Urteil über diese Waffe, wie gerade schon gesagt, ist, sie ist keine Sportwaffe. Das muss man immer vor Augen führen. Es ist und bleibt eine Dienstwaffe. Wenn man bereit ist, das in Kauf zu nehmen, das zu berücksichtigen, dass es eine Dienstwaffe ist mit Dienstwaffenmerkmalen, dann ist das vielleicht auch genau die Waffe, die man dann tatsächlich sucht. Das Schöne an der Gen 4 FS finde ich jetzt persönlich, diese Front Serrations, wofür ihr FS steht, sind sehr hilfreich. Ich habe das zum Beispiel gesehen, als ich auf der Landesmeisterschaft PP gewesen bin, die ich ja durch die Bank weg mit Ausnahme der OS-Disziplin und DKS mit dieser Waffe geschossen hatte. Und wenn ich überlege, ich lade die Waffe durch und einfach nur nochmal dieses kurze Nachchecken, diesen Press-Check, ist die Patrone tatsächlich in der Kammer?
Dafür sind diese Front Serrations richtig, richtig gut. Das kriege ich bei sonst keiner meiner Waffen, weil die eben alle diese Front Serrations nicht haben, wo ich tatsächlich greifen kann, nicht hin. Andere gehen hin und kleben sich dann hier Grip Tape drauf, um diesen sogenannten Press Check machen zu können, diese Ladestandskontrolle. Das ist also auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Aber ansonsten ist diese Waffe Serie. Sie ist halt, Glock hat diese Waffe gebaut. Sie sagen, es ist eine limitierte Auflage. Ich habe aber eine schriftliche Bestätigung von Glock, dass sie nach wie vor gefertigt wird. Damit ist es eine in Serie gefertigte Waffe. Schön ist halt, wie gesagt, Front Serrations. Ich habe eine starre Stahlvisierung da drauf. Und nicht diese Glock-übliche Kunststoffvisierung, die, wie man immer wieder liest, sich gerne mal frühzeitig verabschiedet. Ich habe ein langes White Dot Korn vorne. Das ist sehr gut sichtbar in Kombination mit dem White Outline. Sehr gute Sache. Der vergrößerte Magazinauslöseknopf, gut, ich komme dadurch vielleicht ein ganz klein wenig besser dran, ohne die Waffe jetzt nennenswert in meiner Hand drehen zu müssen. Okay, ich sag mal bei den Speed Reloads, die ich ja in dem einen oder anderen Video gemacht habe, funktioniert das recht gut. Aber ich persönlich kann aber auch jetzt hier bei diesem Knopf keinen nennenswerten Unterschied zum Standardknopf erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da kenne ich mich auch nicht so sehr aus. Bei der Gen 5 ist der Knopf, glaube ich, auch Standard. So, und jetzt kann man noch sagen, okay, hier der Verschlussfanghebel, der ist durchaus sinnvoll. Man kommt dadurch relativ gut dran, auch ohne die Hand zu verrutschen. Und das war's auch schon. Mehr hat diese Waffe auch nicht gegenüber einer Stock Glock 17. Was ich sehr schade finde, wie gesagt, ist halt das Thema der Griffrücken. Das hätte Glock in meinen Augen besser lösen können. André von Lassen Sie es krachen hat ja zum Beispiel dieses Video gemacht von Zytag über den Beaver Tail, den man dort für die Glock kaufen kann. Wenn ich in Betracht ziehe, dass bei der Glock vier Griffrücken mit dabei sind, zwei mit und zwei ohne Beaver Tail, dann muss man sich halt fragen, ob jetzt tatsächlich dieses Zytag-Teil Sinn macht. Bei denen, wo diese Griffrücken nicht dabei sind, sicherlich macht auf jeden Fall Sinn. Aber das Problem, was ich ja mit diesen Griffrücken habe, ist, dass sie auf den Standardgriff aufbauen und dadurch den Griff in diese Richtung verlängern. Ich hatte ihn beim ersten Mal schießen drauf, den Medium-Griff ist es, glaube ich, mit Beaver Tail. Klar, ich komme mit der Hand sehr weit oben rein, aber das Problem ist, dass ich dann mit meiner Hand so weit wegrutsche wieder, weil der Griff eben verdickt wird, dass ich nicht mehr vernünftig an den Abzug gekommen bin. Und genau dasselbe Phänomen wird es auch mit diesem Zytag-Adapter geben. Wer größere Hände hat, super Geschichte, kann das auf jeden Fall tun, anstatt vielleicht den kompletten Griffrücken auszutauschen. Kostet nur ein paar 20 Euro das Teil. Ich mache euch einen Link unten rein. Aber für mich ist das halt leider Gottes nichts, weil ich habe halt Patschehändchen und ansonsten habe ich echt, ich habe so schon bei einem normalen Griff ziemliche Probleme, überhaupt vernünftig an den Abzug zu kommen, wenn gespannt ist. Da seht ihr, also der Finger liegt komplett am Rahmen an, weil der Griff halt von Hause aus schon relativ groß ist. Aber man muss ganz klar sagen, es ist, wie es einer gesagt hat, Freundschaft plus eine Hassliebe, die Glock und ich. Für die Disziplin, für die diese Waffe beantragt ist, EPP, wird sie, denke ich mal, gute Dienste leisten. Ich kann sie genauso auch für DP verwenden. Ich kann sie im Grunde genommen für alle Disziplinen, die ich schieße, mitverwenden, bis auf PP4. Und von daher ist sie absolut ein Allrounder. Was soll ich sonst noch groß zu dem Teil sagen? Wie gesagt, nein, ich bin nicht von Glock zu 100% überzeugt. Ich bin kein Glock-Lover. Ich werde es auch nie sein. Aber ich passe mich ein wenig an, weil ich halt mit dieser Waffe diverse Disziplinen schießen kann. In diesem Sinn, weitere Videos, wie gehabt, werden auf jeden Fall zu der Glock und Ken folgen. Wir sehen uns.